Hi Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Nein, heute gibt's Infos bei den guten Starstable.de Deutsch. Ja. Der Punkt ist, nächsten Monat, es geht ab nächsten Mittwoch schon los. Also diesen Mittwoch in dem Fall. In der ersten Woche kommen die Passofinos bis zur Reitzubehör. Ja, 4. Mai. Ja, das wäre dann wirklich schon morgen. Möge das Pferd mit dir sein, mach dich auf die eleganten Bewegungen des Passofino gefasst. Und er kommt nicht allein, du kannst ihn mit neuen Dressursätteln und Decken ausstatten. Ja. Die Passofinos waren ja einmal sogar schon drinne und das, wo, glaube ich, ein Fehler von Star Stable war. Ich hatte sie leider so der Stunde verpasst gehabt. Aber wir kriegen sie ja nun finally morgen rein. Und was erwartet uns denn in der nächsten Woche? In der zweiten Woche eine neue Meisterschaft. 11. Mai. Als Folge der neuesten Quest rund um die Baroness gibt es auf Jorvik eine neue Meisterschaft. Zeit deiner Siegessammlung eine weitere Schleife hinzuzufügen. Das Pferde von Jorvikrin ist zurück und hat Pferderabatte im Gepäck. Die fröhliche Pferdewoche ist da. Wir sorgen mit kostenloser Stallhilfe für die Zufriedenheit deiner vier beinigen Freunde. Also kurz zusammengefasst hier. In der ersten Woche die Passofinos mit neues Sattelzeug, was wir bekommen werden, praktisch gesehen. Und in der zweiten Woche bekommen wir wohl erstmal Stallhilfe umsonst, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Und als Folge der neuen Quest rund um die Baroness. Ja, da bin ich mal gespannt. Wie in der dritten Woche, das Rennen des Sir Mode? Naja, ehrenhafte Sir Tarik Mode wartet darauf, deine Bekanntschaft zu machen. Hilf ihm dabei seine Pläne und dann ist er vielleicht so freundlich, dir zwei zusätzliche Rennen auf der Rennstrecke der Baroness anzubieten. Schlussendlich darfst du dich auf einige neue schicke Requisiten für die Koppel freuen. Sowie eine bezaubernde neue Reitzubehörset. Wenn du an deinen Ruf auf der Rennstrecke arbeitest. Ja, dann würde ich sogar wirklich freiwillig da arbeiten, um meinen Ruf zu verbessern. Das klingt nämlich schon mal sehr interessant für mich. Ich lasse irgendwie jetzt diese Woche, die dritte, für mich zukommen. Und dann werden wir weiter sehen. Die vierte Woche, also die letzte Woche jetzt im Mai, beobachte Tiere bei Tag und bei Nacht am 25. Mai. Oh nein, Professor Hayden. Auch deine Hilfe, es geht um eine Insektenplage im Hollow Woods. James und Hayden werden wohl auch deine Unterstützung brauchen. Sie wollen ein Buch über Pferde schreiben. Plus, dank des neuen Tag-Nacht-Reglers kannst du dir aussuchen, ob du diese Quest bei Tag oder bei Nacht erleben möchtest. Und vergiss nicht, auch ein paar Fotos zu machen. Ab sofort kannst du in Fotomodus andere Spieler ausblenden. Außerdem ist es jetzt auch das neue Pferdekaufsystem für alle Pferde auf Jorvik verfügbar. Das heißt, das Pferdekaufsystem, was ich glaube ich schon vorgestellt habe, das ist dann ab der vierten Woche verfügbar komplett. Und wir haben eine neue Quest mit Professor Hayden und James. Und eine neue Fotomöglichkeit. Und sogar bei Questen, da bin ich echt gespannt, wie das werden wird. Da freut mich tatsächlich wirklich schon drüber. Grundsätzlich freut mich auf morgen auf die Passofinos. Und dann würde ich auch sagen,
wir packen nicht rüber. Ich habe noch eine Kleinigkeit für euch. Ich habe nämlich noch den Triff, den Pasofino-Trailer, den ich euch gleich noch zeigen möchte. Und dann will ich sagen, wir springen gleich rüber und packen nicht lange. Bis gleich. Hey Leute, und jetzt sind wir da und wir sind bei dem Pasofino-Trailer, den wir uns noch nachhinein gerne anschauen wollen. Ich bin still und ich kommentiere in im Nachhinein. Denn los geht's. Ja, zu den Trailer. Ich habe das jetzt auch schon mal drei Favoriten. Es sind die zwei dunklen, also die Mixen, die schwarz drin haben. Die zwei dunklen, die schwarz drin haben. Und der graue mit der schwarzen Mähne. Die gefallen mir bis jetzt ultra gut. Aber sie sind irgendwie alle süß, finde ich. Nachhinein, als ich sie schon damals bei jemandem gesehen habe, als sie aus Versehen im Spiel kam, da fand ich die so nice. Die haben irgendwie diesen Spirit-like diesen Look von den Pferd, also das Design. Und das finde ich irgendwie so interessant an diesen Pferden. Ja, ich hoffe, wenn ihr das seht, ihr könnt mir ja gerne schreiben, was eure Favoritenrasse ist, würde ich sagen. Und dann hört und stört man sich. Oder in dem Fall Flinke Hufe in dem Fall. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen.